Unsere Erkundung der Maginot-Linie geht weiter. Der Ort dieses Videos ist einfach unglaublich, denn seit über 80 Jahren steht hier die Zeit still. Über 6 Stunden haben wir die Anlage erkundet und dabei Eindrücke erlebt, die wir nie vergessen werden. Hallo? Boah! Und ist schwer? Nie überhaupt. Ja, lass mal lieber sein, nicht, dass sie nachher noch irgendwie, keine Ahnung. Anja, pack die Waffen weg. Mhm. Aber siehst du, die funktioniert sogar noch. Guck mal, sowas haben wir hier auch noch nie gesehen. Ich vermute, dass hier im Prinzip die MGs gelagert worden sind. Also nicht gelagert, sondern im Prinzip hier reingelegt worden sind und dann geschossen worden ist, ne? Richtig. Richtig, guck mal, so. Ach, auch schön, ja? Wow. Das war vorhin hier, war hier noch was drauf. Ja. Haben sie im Prinzip jetzt aufgeschoben hier die Platte. Geht das einfach so mit Schieben? Krass. Ja, das ist im Prinzip. Das war jetzt dafür, dass hier jetzt keine Fahrzeuge reinfahren konnten, oder wie? So, bleib mal stehen, ich mach das Ding jetzt wieder zu. Mach mal zu. Oh, ja. Es tut sich aus. Okay, das war's. Das war's, mehr Kraft hatte leider nicht. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, ist es dafür da, dass hier keine Fahrzeuge reinfahren konnten. Die werden dann im Prinzip direkt abgestürzt, ne? Und da war dann nur dieser kleine Fußgängerweg. Naja, da muss aber noch ein bisschen, ein bisschen was essen gleich. Dann krieg ich das beim nächsten Mal vielleicht hin. Anstrengend? Hau rein jetzt! Das ist doch nicht zu! Sebastian! Ja? Was ist denn jetzt hier? Ich wollte einen Zeitraffer machen. Ja, Entschuldigung. Aber dann wird ja eben nichts. Kannst du Langzeitraffer kannst du machen. Dreh das Ding mal. Kann doch nicht so schnell. Dreh mal am Rad, Sarah, komm. Dann dreh mal am Rad. Da fehlt nämlich das... In welche Richtung? So? Nee, andersrum. Da fehlt nämlich das Drehgriffstück dran und deswegen ist das nicht ganz so einfach. Oh. Ach du heilige Scheiße. Ja, okay, das ist doch ziemlich. Boah, ist das scheiße. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es schon zu ist und du jetzt einfach nur noch mal so, ne? Was? Also, ich kann anders. Nein, das war nicht so. Oh, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen. Lass mich das mal machen, Sabrina, komm. Boah. Und ist schwer? Nie überhaupt. Es geht schon klar, ich glaube, es ist zu, oder? Oder ich habe keine Kraft mehr. War es aber eine interessante Technik, ne? Ja, würde ich auch so behaupten. Muss man das denn von Hand machen? Geht das nicht automatisch? Was meinst du denn, was hier bitte passiert ist? Mit Solarenergie haben wir das auf und zu gemacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Also, schade, dass das nicht mehr funktioniert. Schade, dass es nicht mehr funktioniert. No? Also ist okay, jetzt heißt wahrscheinlich, eigentlich ist es noch komplett offen, aber du kriegst es einfach nicht hin. Hä? Das ist schon sehr krass, dass hier so viel da ist, ne? Warte mal ab, Sabrina, komm mal mit. Guck mal hier. Haben die im Prinzip hier noch die leeren Hülsen. Hier. Und hier so, wie das so mal ausgesehen hat. Wahnsinn. Heftig, ne? Dass hier alles noch so da ist, ne? Ja. Auch hier. Auch hier, genau. Hier kann man im Prinzip die Granate rein. Konntest du dann hier sogar noch so ein bisschen ausrichten, wie das haben wir. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber man kann auf jeden Fall hier den Eingang sehen. Mhm. Konntest das hier ausrichten und dann, ja. Heftig, ne? Geht es dann abwärts. Und was noch viel geiler ist, das wurde uns gerade gezeigt, ist das hier. Ich hoffe, ich krieg's nochmal. Natürlich krieg's nicht hin. Scheiße. Hä, wie ging das denn offen? Wie ging das denn, Anja? Oh Mann, oh. Das war idiotensicher. Heißt, du hättest es nicht bedienen können. Also man kann es aufmachen und dann konnte man nämlich die Granaten da reinschmeißen in diesen Graben,
den wir schon öfters gesehen haben. Und das ja. Ist doch gar nicht, warum geht das denn nicht auf? Ja. Wenn die Kamera jetzt ausmacht, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Anja, das ist immer so, ne? Voll peinlich jetzt, Alja. Das sah so einfach aus irgendwie. Ja, das sah so einfach aus. Ist auch einfach. Mhm. Also hier kommt auf jeden Fall wieder so ein richtig krasser Luftstrom durch. Hier kam im Prinzip auch die, sag mal schnell, Granate. Die Granate rein. Das war für diesen Panzergraben da. Kam hier rein, wurde zugemacht und dann immer. Und dann ist die Person oder was auch immer dann da. Im Graben war auf jeden Fall nicht mehr da. Im Graben war es auf jeden Fall weg, ja. Was auch richtig krass war, ist, dass hier mal die Amis waren, also auf der anderen Seite im Endeffekt. Und man wollte die halt, ja. Dran hindern reinzukommen? Dran hindern reinzukommen, genau so kann man es am besten ausdrücken. Hat die alles vorbereitet und hat dann vergessen, das einfach zu verriegeln hier. Okay. Und somit ist die Festung hier eingenommen worden, ja? Nein. Ach, das gab einen Rückstoß. Genau, es kam wieder zurück, es ist alles explodiert hier und da sieht man hier am Ende auch noch so ein paar Spuren davon. Heftig, ne? Also das war damals, wo die Deutschen halt diese Anlage übernommen hatten. Richtig, also richtig. Finalen Kämpfe hier, ne? Richtig heftig, ne? Ja. Schaut mal hier, Leute. Das war hier die Kanalisation gewesen. Und selbst hier gab es eine Schießscharte für die Kanalisation. Ach. Ja, krass. Ich dachte eigentlich, das wäre dieser Weg hier. Aber das ist der Weg ist hier, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist die Kanalisation. Heftig. Selbst die Kanalisation hat eine eigene Schießscharte. Ja, aber überleg mal, das war bestimmt oft der Fall, dass die Leute versucht hatten, über die Kanalisation hier reinzukommen, ne? Mhm. Krass. Aber damit, so weit denkt man überhaupt gar nicht, ne? Das ist so heftig. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt Architekten von so einer Anlage werden. Wir hätten das nicht bedacht. Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist auch nochmal so ein Weg, also hier kann man halt auch nochmal reingehen. Sehr, sehr unheimlich. Erinnert mich gerade so ein bisschen an unser letztes Video. Können wir gerne nochmal hier oben verlinken, wo wir auch so ein langes Tunnelsystem entlang gelaufen sind. Krass, und hier halt diese Schießscharte. Das ist schon echt heftig, ey. So, hier ist auch noch so eine Art Lore, sieht man ja hier, womit man das ganze Material damals hier durch die Gegend gefördert hat. Und vor allen Dingen Munitionskisten, ne? Ja. Das ist Wahnsinn, was für Details hier im Endeffekt noch alles so vorhanden sind, ne? Mhm. Richtig, richtig heftig. Und das, obwohl ja viele Sachen hier schon gestohlen worden sind, ne? Guck mal, hier sind sogar noch Sachen drin. Krass. Die Lampen. Verrückt hier. Aber es ist echt interessant, sich das einfach mal anzugucken, wenn das hier so noch so ein guter Schuss ist im Endeffekt. Ne? Sonst ja. Guckt man sich ja immer nur, ich sag mal, verlassene Orte an, die ja, dementsprechend auch aussehen, wo viel schon geklaut worden ist, wo man nicht mehr so viel sehen kann. Oder hier, und hier hast du einfach so, ja, so ein Original im Endeffekt. Ne? Ja. Oder so ähnlich, wie es früher mal wirklich ausgesehen hat. Ne? So Leute, jetzt haben wir noch eine ganz interessante Story gerade erzählt bekommen zu diesem Foto hier. Genau, und zwar sind hier die Deutschen, wie man ja sieht, und auf der anderen Seite sind da die Franzosen. Und kurz nachdem das Ganze hier übernommen worden ist von den Deutschen, gab es quasi so eine geführte Tour durch diese Bunkeranlage. So eine Begehung, ne? Genau. Und hier, er hat quasi hier dem Chef der deutschen Einheiten noch erklärt, hier so und so. Und hat noch gute Laune auf dem Foto und wenig später, weil er dachte, er könnte doch nach Hause gehen, wenig später musste er dann ins Gefängnis gehen für, ich glaube, 3 oder 5 Jahre. Mhm. Und das Krasse ist, dass die Soldaten, die hier stationiert waren, die französischen Soldaten, ja quasi halt auch deutsche Wurzeln hatten und wurden dann halt nach Stalingrad geschickt. Also die durften damals dann quasi die deutsche Uniform anziehen und hatten sich dann gefreut gehabt, dass sie quasi nicht in den Knast müssen und wurden dann nach Stalingrad geschickt und mussten dort halt kämpfen für die Deutschen. Und die nachher zurückgekommen sind, die waren dann hier halt natürlich verhasst bei den Franzosen, weil die natürlich für die Deutschen gekämpft haben. Also im Endeffekt blieb denen ja eigentlich nichts anderes übrig, ne? Aber unvorstellbar eigentlich, ja, ne? Schon heftig, ne? Das Foto halt dann so zu sehen, wo er noch so gute Laune hat und denkt, er geht gleich nach Hause und letztendlich konnte er dann von da aus direkt in den Knast, ne? Ja. Thank you.
So, die Anja, die geht jetzt einfach mal hier in das Munitionslager und dann holt die mal was. So, ab. Okay. Du hast zum allerersten Mal in deinem Leben so etwas verladen. Eine Munitionskiste verladen, ja. Yeah! Allerdings ohne Munition. Besser ist vielleicht auch. So, ich habe ja jetzt mal demonstriert, wie das ist, eine Munitionskiste zu verladen. Und wenn man mal genau hinhört, wie laut es einfach ist, und es war nur eine einzige Kiste jetzt, überleg mal, ne? Ja. Hier fahren überall diese Art Loren rum, hier werden die Munitionskisten verladen, hier laufen Menschen rum, hier passiert so viel, ne? Und es ist alles extrem laut gewesen, ne? Also, auf das jeden kann man Fall. Sich gar nicht vorstellen. Und dann die ganzen Maschinen, die halt noch ja, waren. Ja, genau. Also das muss ja unfassbar laut gewesen sein. Also ich weiß auch nicht, ob die mit Gehörschutz hier immer rumgelaufen wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich, Anja, mit Gehörschutz. Naja, sonst... Du warst wahrscheinlich, nachdem du hier 10 Jahre gearbeitet hast, taub oder so. Naja, ich glaube nicht mal 10 Jahre. Also echt verrückt. So, jetzt haben wir hier eine gigantische Tür. Und die funktioniert sogar noch. Krass. Heftig, ne? Das war richtig heftig. Also ich habe mir extra noch die Ohren zugehalten, weil ich auf einmal gemerkt habe, die Tür, die geht so total schnell zu. Also ich dachte, das wäre so langsam im Endeffekt, ne? Aber die ging richtig schnell zu und ich wusste, jetzt knallt es gleich, habe mir die Ohren zugehalten und man hat wirklich diese Druckwelle gespielt, ne? Und diesen Bastard von der Tür, keine Ahnung. Heftig. Ja. Okay. Da ist der Theo komplett hinüber. Vor allem Leute, wie klein und schmal das hier ist. Seht ihr das hier? Ich bin ja auch nicht gerade groß, aber ne, die Deckenhöhe, also schon ganz schön alles sehr schmal hier. Weil ich überlege mir gerade, also ich stelle mir gerade wirklich bildlich vor, wie wir hier drin sind. Alleine natürlich ist das jetzt ein Lost Place. Stellen wir uns jetzt mal vor, es ist ein Lost Place. Wir fummeln da irgendwo dran rum, lösen da irgendwelche Sachen und diese Tür klatscht einfach zu. Ja. Ich glaube, dann wäre vorbei, Sabrina, oder? Das wäre komplett vorbei, hätten wir uns drin eingesperrt. Und wie schnell die Tür zuging, ne? Ja, da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Die geht so langsam zu. Ja. Aber klar, die ist da im Prinzip nur an diesem Seil befestigt, ne? Und da unten so ein Haken dran. Ja. Und dann ja, fällt die ganz schnell zu. Fällt die einfach zu, ja. Wow. Das geht einfach noch mal einfach weiter. Das ist heftig, ne? Das sieht so aus, als wenn hier gleich noch irgendwie eine Lore entgegenkommen würde, ne? Ja, und die Menschen lassen zum Arbeiten kommen. Ja, schaut euch das mal an, wie krass das aussieht. Ey, das ist heftig. Das ist alles unterirdisch, diese ganzen Versorgungstunnel, was wir schon mal halt gesehen hatten. Nur da mussten wir noch mit unserer Taschenlampe hier langlaufen und jetzt hier so alles... Es wirkt ganz anders. Es ja. Wirkt alles viel größer. Wirklich wie so eine Filmkulisse, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Aber es ist so unwahr einfach. Das sieht einfach so ganz
Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist so krass einfach. Ja, echt, das ist echt richtig, absolut heftig. Richtig heftig, ja. Wenn ihr jetzt denkt, dass hier die Fugen alles irgendwie nachträglich schon so restauriert wurde, ne, wir haben gerade erfahren, das ist alles noch original. Das war so eine italienische Firma, die das damals hier alles gemacht hat. Also das ist echt der Originalzustand von damals noch. Heftig. Allein das sieht schon wirklich so krass aus, so akkurat, sauber gearbeitet und das alles noch in einem Top-Zustand. Ne? So Leute, wir kommen jetzt in einen ganz spannenden Block, nämlich zu Block 3. Und normalerweise ist der für Besucher nicht zugänglich, aber der liebe Theo hat uns das jetzt hier mal aufgemacht. Und genau, wir sind auf jeden Fall richtig gespannt. Das sieht einfach so geil hier aus, ehrlich. Also das ist absolut der Wahnsinn. Vor allem, was hier, genau, wollte ich gerade sagen, hier diese ganzen... Das Schaum. Ablagerungen, die da sind. Nee, ich dachte erst. Sonst lieber die Finger davon lassen, Sabrina. Okay. Dann sind sie gleich ab. Was? Ja. Nee, aber wirklich mega spannend, jetzt auch einen Bereich zu sehen, den man normalerweise gar nicht sehen dürfte. Also seid gespannt, was wir jetzt hier sehen werden. So, wenn man möchte, kann man nach oben gehen. Das sind 200 irgendwas Stufen. Wie viel? 200? 205 Stufen. 205 Stufen und danach kann man sich dann hier auch im Bettchen ausruhen. Oh yeah. 145. Schaut euch mal an, wie hoch das da geht. Ja. Boah, Sebastian tut sich das gerade an. 245 übrigens, nicht 205. 245? Mhm. Damit hat er nicht gerechnet. Er dachte 205 nach 40. Also die letzten 40 Stufen wird er dann wohl nicht mehr schaffen. Das sind 245 Stufen! Okay. Schaffst du das? Bist du auf dem Rückweg? Stufen hast du nicht mehr bekommen, ne? Richtig? Genau, ich habe mitgezählt und habe gesagt, nee, hab mich verarscht. Nee, bin ich ganz sicher. Fährt da oben. Da war jetzt eine Stelle an der Treppe, die war mir nicht geheuer. Ah ja, okay. Ja. Dann hat sich die Frage auch beantwortet, ob wieder hoch. Ja. Aber die Hälfte, ich wette, es ist sicher, ja, aber das war jetzt gerade. Ich habe auch mit Höhenangst zu tun, deswegen, das war mir gerade. Hast du keine Lust, das Ding zu sehen da oben? Doch, Lust schon, aber ich habe halt Höhenangst. So, da Sebastian jetzt sich nicht traut, hochzugehen, gehen wir Idioten mal dann nach oben und gucken uns das mal an. Also das Ganze soll wohl safe sein. Ja. Wie sagt man so schön, runter geht's immer, ne? Runter geht's immer, hoch ist anstrengend. Hui, aber ist aber sehr... Komischer Zustand, ne? Geht? Oh, es geht so in die Oberschenkel, Leute. So, Leute, wir sind endlich oben angekommen. Wir mussten jetzt gerade erstmal 2 Minuten ein bisschen Luft holen. Das war so ultra anstrengend. Wie viele Stufen waren es jetzt nochmal? 245. Ich komme mir vor wie 700. Ja, mir aber auch. Wir kamen dann immer nur im Kreis, irgendwann wird einem so schwindelig davon. Und die Stufen, die waren eh schon so ein bisschen, ja, bröckelig, ne? Aber ich muss sagen, von dem, was man jetzt hier gerade so sieht, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, oder? Oh yeah. Hier sieht man auf jeden Fall die Beschussanlage. Wow, die ist auf jeden Fall mega riesig, aber finde ich in einem echt guten Zustand, ne? Ja, na klar. Also sieht echt gut aus. Ist ja sehr, sehr, sehr viel Feuchtigkeit drin. Das sieht man hier auch auf dem Boden so ein bisschen. Ist klar, dass die Farbe anfängt zu bröckeln und dass es hier so anfängt zu rosten. Aber generell, muss man sagen, kann man auch immer erkennen, was es war, ne? Und da oben sieht man ganz gut die Stalaktiten, die hier runterwachsen. Das sieht richtig krass aus, ja, wirklich. Und hier oben halt alles so am Blättern, rostig. Da oben das Holz auch schon sehr moderig, also da will ich nicht mehr drauf rumlaufen. Aber es ist halt noch da. Ne? Das ist bei einer anderen Anlage, wo wir waren, können wir euch nochmal hier oben verlinken, war da quasi wenig vom Holz übrig. Ne? Stell dich mal an dieses rote Rohr da unten. Hier ist offenbar so ein Sprechrohr gewesen, so eine Sprechmuschel. Hörst du mich? Echt jetzt? Ja, du hörst mir aber auch so. Also ich höre dich ja auch so. Also ich gehe da nicht hoch. Bist du jetzt da auf dem Holz? Nee, ne? Du stehst da jetzt. Doch, ich stehe auf dem Holz. Laber nicht. Wo soll ich denn sonst stehen, Sabrina? Hier ist nur Holz. Aber es ist moderiges Holz, ja, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Thank you.
Und irgendwo mussten die Soldaten ja auch aufs Klo gehen. Das war hier. Ein schönes Plumpsklo. Ich frage mich gerade, ob die ganzen Fäkalien dann direkt freefall-mäßig da runtergeflogen sind oder ob da nochmal so ein Röhrensystem war. Ich will da jetzt auch nicht genau nachsehen. So, jetzt gucken wir uns auch noch Block 4 an. Eigentlich auch geschlossen. Dürfen wir uns auch heute anschauen. Das sieht ja mal so richtig spannend aus, der Eingang. Ne? Also, das sieht mal wirklich spektakulär aus. Das sieht aus wie Kunst. Abstrakte Kunst. Ja, stimmt. Könnte so ein bisschen Kunst sein, ne? Woran wir uns hier gerade vorbeischlängeln. Oh. Aber hier drin ist der Hall noch schlimmer als in allen anderen Räumen. Mhm. Das ist ja gar nichts mehr. Aber hier ist ein Waschbecken. Was sich nicht mehr aufdrehen lässt. Aber sonst eigentlich ganz schön, oder? Jo. Und es gibt Licht. So, jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Besonderheit hier, wir haben kein Licht. Also sprich, wir müssen Taschenlampen benutzen. Was das Ganze aber auch zugleich wieder so ein bisschen unheimlicher und mysterischer macht, wie ich finde. Wir haben es geschafft. Ich kann nicht mehr. Hey, ohne. Und hier auch wieder so ein Granatenwerfer, ne? Aber in einer etwas kleineren Ausführung als gerade, was wir gerade gesehen haben. Seht ihr das? Hier ist es deutlich kürzer als bei dem anderen Block. Und auch mega spannend, Leute, hier ist einfach so ein Lüfter, den man hier. Also im Prinzip hattest du hier die Kurbel, die ist jetzt leider nicht mehr da, und dann konntest du das hier manuell belüften. Und hier musst du extrem aufpassen. Hier ist Holz, das ist morsch, und darunter ist Wasser. Also wenn du keine nassen Füße haben willst, dann müsstest du ein bisschen aufpassen. Wann du bist. Oh. Guck mal, hier ist aber noch. Hier sind noch die ganzen Werkzeuge im Schrank. Wahnsinn. Also das haben wir echt noch. Gibt's doch fast nirgendwo, ne? Mm-mm. Das hast du noch hinter die Bolzen. Hier, so Schrauben. Wie heißen die nochmal? Maulschrauber. Maulschrauber. Ja. Ein Maulschrauber, man kennt's doch, Leute, oder? Mein Gott, wie heißt es denn? Maulzange. Ja, Maulzange? Maulzange, ja. Okay, dann Maulzange. Und hier in den Schubladen war offenbar noch so Material, Werkzeug gewesen, keine Ahnung. Alles ultra verrostet, ne? Aber die Schublade ist alles nicht mehr. Kriegst du auch nicht mehr auf, aber da steht irgendwas von Elektrik und oben vielleicht was von Lampen. Hm. Vielleicht irgendwelche Lampen. Und hier war wahrscheinlich auch noch was drin. Eine kleine Truhe. Ich habe keine Kraft mehr. Ja, das mit den Treppen ist sehr. Ja, meine Beine sogar so ein bisschen am Zittern sogar schon, ne? Ja, vor Erschöpfung. Ja, aber es kommt vor diesen einen Treppen, diese 250 Stufen, weil ich die in einem so hoch. 245. Ja, 245. Nicht übertreiben. Die ich da einfach so ohne Pause hochgelaufen bin. Ne? Und jetzt hier das, war vielleicht die Hälfte oder so, aber irgendwie ist es trotzdem ultra anstrengend. Gerade weil man sich die ganze Zeit so im Kreis dreht, ne? Das stimmt, das stimmt. So, eine Etage höher. Und jetzt sieht man das nochmal von hier oben. Und hier alles komplett Holz. Anja geht da auch nicht drauf, Anja lässt schon die Füße. Hier, wo sie hingehören, das ist echt komplett morsch. Aber schon echt sehr beeindruckend, ne, wie das aussieht. Ne? Und guck mal auf den Rädern, da steht auch noch ein bisschen was drauf. Ne? Kann man sogar richtig gut erkennen. Ja, ich finde, die sind auch sehr, sehr gut im Schuss, muss man mal echt sagen. Ja. So, jetzt haben wir hier was ganz Interessantes gefunden. Und zwar war nämlich hier die Poststelle gewesen. Und hier sieht man das nochmal mit den, wie viel Uhr man die Briefe einwerfen musste, dass quasi dann bearbeitet wird. Richtig. Und das Witzige ist einfach, hier unten war eigentlich auch mal der Briefkasten. Man sieht Briefkasten, genau, das wurde hier zugespachtelt, weil sie dem Chef da reingepinkelt haben.
Und dann wurde es einfach zugemacht. Ja, und dann nach da oben, weil da oben wird wohl niemand schaffen, reinzupinkeln. Das weiß man nicht, aber ich glaube, es hat auch keiner mehr versucht danach. Ich glaube, hier hat es so einen Knall gegeben. Also. Das Problem ist natürlich, wenn man halt kleiner ist, kommt man da oben auch nicht mehr dran. Also ich hätte jetzt Probleme, da einen Brief einzuschmeißen. Okay, aber ich schmeiß dir deinen Brief ein. Das möchtest du denn? Ja, danke. Lass mal da reingucken, das ist nämlich auch super, super spannend. Ich wollte auch gerade sagen, wir müssten mal da reingucken. Ach, schade, dass man es nicht sehen kann von hier aus, wo die Briefe dann landen im Prinzip. Ja, aber hier sieht man halt noch, wie das so früher halt aussah. Ne? Das haben sie so ein bisschen hergerichtet. Also das ist doch hier bestimmt, spannend. Entweder ist ja hier so ein Stempel. Das ist so ein Stempelkissen. Oder das ist so ein, für Briefmarken, weißt du? Ja, ist ja quasi. Das ist ja. Das ist aber kein Stempelkissen. Doch, das macht man so nass und dann... Ja, aber das ist doch kein Stempelkissen. Nennt man das ein Stempelkissen? Ne, wie nennt man das? Das ist so ein Feuchtigkeitskissen für Briefmarken. Ein Stempelkissen, genau. Da nimmst du einen Stempel rein, da ist Tinte drin und aber, dann haust du einen Stempel. Aber das gab es früher bei uns auch. Ja, oder da ist Feuchtigkeit drin, damit du nicht anlecken musst. Ich glaube, zu unserer Zeit früher waren das immer so orange. Ich wollte auch gerade sagen, orange, genau. Genau. Und da sieht man auf jeden Fall noch die Stempel, die da hinten drin stehen. Ich würde gerne mal hier rein, ne? Das ist schon echt klasse, ne? So originalgetreu, da hinten sind noch mehr Stempel. Und vor allem die Zeitung da, ne? Mhm. Steht da noch mal da oben die Bücher an, Anja. Siehst du das da oben, die Bücher? Wie Schimmeln dran, ja. Wahnsinn. Von 1930, Sabrina, glaube ich, steht da drauf. Weißt du, was das hier ist, Sabrina? Dusche? Ja, hier ist die Umkleide und hier sind die Duschen. Ja, es kommt mir nicht bekannt vor von der anderen Anlage, aber guck mal, wie super das hier in Schuss ist, ne? Das ist echt Wahnsinn. Also echt richtig, richtig klasse. Vor allem hier noch mit diesen Seifeneinlagen da im Endeffekt, ne? Da wo die Seifen, aber echt richtig top, ne? Also ja, einmal ausspülen und dann ist das wieder hier in Schuss. Hier geht's noch weiter. Hier ist jetzt quasi der Kasernenbereich, wo wir uns offenbar befinden. Ja, genau. Aber schaut euch mal an, wie super in Schuss das Ganze hier ist. Wahnsinn. Wow. Guck mal hier, wow. Ey, heftig, ey. Das ist echt. Guck dir mal dieses Zimmer hier an. Ja, krass. Ja. Komm, wir ziehen mal grob durch. 1, 2, 3, 4, 5. 15, 15, 20, 25, 30. 36 Leute konnten hier drin schlafen. Schau mal, Anja, hier ist noch ein Foto, wie das Ganze mal aussah. Das ist doch verrückt, ey. Ich bin echt komplett geflasht hier von dem Ganzen. Überlegt mal, Leute, stellt euch mal bitte vor, ihr müsst hier mit 36 Leuten drin schlafen. Und hier sind übrigens noch die Gewehrhalter. Ja, stimmt. Die Gewehre. So, Leute, jetzt haben wir noch einen kleinen, lustigen Insider. Und zwar war es damals so, man konnte hier duschen gehen. Es waren im Prinzip 400 Leute hier, ne? 400 Leute und nur 4 Duschen. So, und diese Dusche hier hatte diesen Effekt, sag ich jetzt mal. Die Kontrolle? Die Kontrolle, genau. Man konnte das hier aufschieben, konnte seine Hand hier durchschieben und den Hahn aufdrehen. Und somit hatten alle 4 Duschen heißes Wasser. War aber die Person hier fertig mit dem Duschen, hat es wieder ausgedreht und alle hatten kaltes Wasser. So war es damals. Ach, bestimmt so ein Offizierszimmer oder so. Mhm. Und so muss man sich das wirklich mal vorgestellt haben. Genauso wie es jetzt hier gerade aussieht. Hier so ein paar, paar Koffer. Mhm. So eine Kofferablage. Hier ein kleiner Tisch mit diversen Sachen drauf. Hier ist noch so eine Lampe. Hier die Pistole. So ist schön festgeschnallt, damit man die nicht mitnimmt, entwendet. Ja, lass mal lieber sein. Nicht, dass sie nachher noch irgendwie, keine Ahnung. Anja. Die Waffen weg. Mhm. Aber siehst du, die funktioniert sogar noch, siehst du? Ja, ist wunderbar. Siehst du das? Ja, ich sehe, die Waffe funktioniert noch. Okay. Pack sie bitte weg. Safety first. Sorry. Darauf muss ich einmal was trinken. Ja. Aber ich finde das echt klasse, dass hier noch solche Requisiten bzw. so Sachen von früher positioniert haben, dass man sich das Ganze auch bildlich mal so vorstellen kann, weil allein schon mit dem Tisch hier, den beiden Stühlen und dem Bett oder auch den Koffer hier oben, da hat man echt so ein kleines Gefühl, wie das halt früher mal so war, ne? It's not because it's the original Peter here, where I've been working. Ah, okay. Das ist eine Original-Heizung, Leute, die sogar noch wirklich funktioniert, die hier. Deswegen ist es auch so warm hier drin. Ja. Und hier war im Prinzip nur die Fernmeldezentrale, ne? Ja. Since you're working, you can have a... Okay. Receive a call and give a call to
Here you have another phone, a little phone. Man kann halt hier hinten telefonieren, Leute. Hallo? Geil. Guck mal, wie das aussieht. Wahnsinn, ne? Echt heftig. Crazy. Echt. Achso, ich muss hier wahrscheinlich dann drehen, ne? Um das. Oder? Sorry? Turn? Yes, and when you turn already it's ringing this one. Ah, okay. But to show to public we just have to push here. Ah, okay. But normally it's with okay. Schau dir das mal an, das ist halt echt alles so komplett original von früher. Das ist so ultra, also ich finde es absolut klasse. Also sowas so zu sehen und hier sieht man auch nochmal, wie das wirklich genau hier an Ort und Stelle quasi vor ja, vielen, vielen Jahren mal aussah. Hier 1940 saßen da zwei Männer und haben hier die Kommunikation gemacht, also diese ganze Fernmeldezentrale hier bedient. Heftig. Und auch hier diese kleinen Details, ne? Hier hast du die Kopfhörer noch. Hier den Hörer. Also, das ist einfach noch funktioniert. Das ist so verrückt. Das ist so krass. Nach so vielen Jahren, nach so vielen Jahrzehnten. So Leute, Theo ist jetzt weg. Wir haben jetzt dafür einen anderen Guide bekommen und der hat sich extra schick angezogen. Nämlich so, wie sich früher die Mechaniker gekleidet haben. Und vielleicht zeigst du es einfach mal, Samuel. Und zwar so. Et voilà. Sieht man das nämlich? Also so war er nämlich früher. Also so wie er angezogen ist, so war man halt früher gekleidet als Mechaniker. Also extra schick gemacht gehabt hier für die Sache. Sieht echt richtig cool aus, ne? Sehr gut aus, ja. Ja, also dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, Leute, oder? Oh, da ist, genau, da ist jetzt, ja, geh weg doch. Tür zu. Ja, das klappt aber nicht. So, Anja, wir befinden uns hier in der Elektrik von dem Ganzen. Und genau offenbar. So riecht das hier auch. Also es ist extrem warm hier drin. Ich glaube, hier ist wieder irgendeine Heizung an. Ich weiß es aber nicht genau. Aber das, was hinter dir ist, sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Er ist schon am Arbeiten. Ja, das ist echt heftig, ey. Das ist richtig, richtig heftig. Das ist wie so eine Werkstatt hier, wo wir uns jetzt hier befinden, ne? Wahnsinn! Ja. Selbst hier die Lagerräume sind noch gefüllt mit dem ganzen Kram. Ich denke mal, dass die es wahrscheinlich auch noch benutzen werden, jetzt so als Lager für ihre ganzen Sachen, was sie jetzt halt so reparieren oder instand setzen, ne? Und dementsprechend halt hier auch die ganzen Sachen noch funktionieren. Aber es ist ja echt unfassbar krass, dass hier alles so noch da ist und so gut im Schuss ist. Ne? Bonjour. Bonjour. Was sitzen Sie denn hier in der Ecke? Willkommen im Postamt. Möchten Sie Ihre Post abholen? Möchten Sie Briefe abgeben? Was möchten Sie? Was wünschen Sie? Komm, wir gucken uns mal da hinten. Ich kann nicht mehr meine Füße tun. Ey. Was? Ich muss mal ein bisschen hinsetzen. Also, es ist einfach so ultra groß und einfach so viel zu sehen. Und wir haben, glaube ich, noch nicht um alles gesehen, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Es gibt noch sehr viel zu sehen. Mhm. Und ich habe gerade festgestellt, hey, wir haben 64 GB schon aufgenommen. What? Ja. Okay. 64 GB. Das ist krass. Das ist sehr krass. Also, ich kann mir auch gerade noch nicht vorstellen, dass wir noch irgendwas anderes gucken werden heute. Also ich weiß gar nicht, wie spät es ist, aber es kommt mir schon so vor, als ob wir jetzt hier schon 3, 4, 5 Stunden drin wären, oder? Ja, das kommt bald auch gleich hin. Komm, lass uns jetzt die riesengroßen Generatoren anschauen. Okay. Komm. Ja, ich komm ja schon. Los geht's. Das können wir auch so nach hinten übergeben. Ja. Nee, Wahnsinn, die Schraubenschlüssel sind krass. Und der ist ja noch klein eigentlich. Ja, ja, ich hatte eben so fürs Video zum Größenvergleich hier so hingehalten. Und dann sage ich, oh, ein 82er Schlüssel braucht man häufig. Ja, klar. So zu Hause? Zu Hause ist so das Größte, was man benutzt, glaube ich, 90. Kannst du bei mir in den Rucksack, dann gehe ich wenigstens ein bisschen gerade so. Ja. Oder so. Stimmt. So, dann gucken wir uns mal jetzt hier die riesengroßen Generatoren an. Mhm. Die sind echt riesengroß. Würde ich auch so sagen.
müsste auch jede Menge Strom quasi produziert werden natürlich, ne? Das ist ja wohl auch logisch. Ja, bei der Größe vor allem, ne? Mhm. Aber das ist echt richtig krass, ein guter Zustand, ne? Guck dir das mal an, was noch alles noch so ist, ne? Also, wo wir mal in einem Infanteriewerk waren, da war auch noch sehr viel von der Technik da. Aber hier ist wirklich so, dass es direkt angehen könnte. Und ich glaube, ich habe gerade gehört, ein Generator würde auch noch funktionieren. Das ist dieser hier, glaube ich. Ja, der funktioniert wirklich noch. Also der würde rein theoretisch noch funktionieren, ja. Das jetzt hier aussieht, ne? Also ist eigentlich für Lost Place Verhältnisse auch noch echt in einem guten Zustand, ne? Aber wenn man jetzt einfach mal schaut, direkt nebenan steht halt der Generator, der wirklich halt noch funktioniert und wie gut der halt aussieht, ne? Das ist halt, ja, halt auch der Originalzustand, aber halt in gepflegt, ne? Beziehungsweise in restauriert, ne? Das ist so, wow, das ist so heftig, wirklich, ich bin komplett geflasht, das ist echt krass. So, der Krach, der jetzt gerade kommt, ist von den Lüftern, die jetzt gerade mal eingeschaltet worden sind für uns. Dass man sich das mal so anhört, was für ein Krach allein die Lüfter gemacht haben. Wenn man jetzt überlegt, hinter uns würden noch die Maschinen laufen, das ist krass. Ich glaube, dann könntest du dich nicht mehr unterhalten. Nee, ich glaube auch nicht. Das sind die Lüfter, also das ist krass. Unfassbar, oder? Das ist unglaublich. Vorhin, es war einfach nur der Lüfter, der an war. Ja. Also genau gesagt, zwei Lüfter. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, jetzt stell dir jetzt vor, die Maschinen und alles andere noch und oben wird geschossen und keine Ahnung was, ne? Da verstehst du dein eigenes Wort nicht mehr, oder? Krass. Also diese Geräuschkulisse kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Nee, kann man nicht. Also danach bist du taub. Ja, klar. Alles hier, alles. Ja, vor allem, ich habe gerade auch gesagt, das waren ja nur zwei. Ja. Jetzt stell dir mal vor, die schmeißen hier drin alle an. Ja, die Maschinen noch an, dann feuern sie da oben irgendwelche Granaten ab. Alter, das ist irre. Spätestens danach bist du frei für die Klapse. Ja, natürlich. Weinfässer. Ja, du denkst wieder nur an Alkohol, ne? Ja. Hier ist was viel Interessanteres. Was denn? Und zwar haben wir hier solche Dinger, wo man die Schuhe überzieht im Endeffekt. Ah, okay. Die man dann, also so wie so ein Schuster halt im Prinzip. Dann kannst du die neu besohlen. Hier das originale Bügeleisen. Mhm. Krass, ne? Also gibt auch ganz viele. Boah, genau. Okay, die stehen hier alle einfach noch so rum. Ja. Krass. Und natürlich die Nähmaschine. Also wenn du mal irgendwas kaputt gegangen bist, konntest du dann nicht hinkommen im Endeffekt. Und ja, hast dir dein Loch stopfen lassen. Und Wein. Besser, Leute. Wein. Das ist doch viel besser geworden. Nur eins, zwei, drei Weinfässer. Drei. Küche? Küche hier. Oh. Küche hier. Ja, genau. Offiziersküche, ne? Offiziersküche. Genau, für die Offiziere hier noch eine kleine Küche extra. Tatsächlich sogar schon ein E-Herd. Und ihr müsst euch überlegen, das ist aus den 30er Jahren. Sehr cool. Sehr guter Einwand, das stimmt. Das hat man nämlich vorhin schon gehört, dass das nämlich alles elektrisch ist. Und das war nämlich damals gar nicht so gang und gäbe gewesen. Und das war sogar elektrisch für die Offiziere hier. Oh, das war ein bisschen maler, ne? Ich meine, heute hast du im Durchschnitt zu Hause vier Platten mit Herd, mit Ofen. Meistens noch eine Pressdrehzone und die Armsäule hier. Ja. Zwei Platten, kleiner Backofen. Tja. Wer ist denn heute noch Schrauben? Jetzt mal ernsthaft. Also, das ist heute auch nicht mehr. Eisenreiche Ernährung war früher halt sehr angesagt.
Genau so. So in etwa. Und hier konnte man dann direkt sein Geschirr auch noch spülen und ja, ist wieder dann irgendwie in die Schränke, die jetzt nicht mehr da sind, einräumen. Was hast du getan? Dasselbe wie du eben, nur mit dem Türrahmen. Den Putz abgemacht hier oder was? Oh oh. Hier wird ja nicht nur Blutgewehr geschossen. Was diskutiert ihr hier wieder? Wir diskutieren gerade, ob das Einschusslöcher sind und er sagt, dass die wären zu klein. Und ich sage, die sind nicht zu klein. Durchgerostet. Von hinten. Jetzt kommt meine Expertenmeinung. Den habt ihr noch nicht gesehen, aber ich meine, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Einschusslöcher sind. Aber hier ist auf jeden Fall eine Bar drin gewesen. So viel steht fest. Cool. Also haben hier die Offiziere, wie wir vorhin gehört haben, weil hier ist der Offiziersbereich, haben sie sich so ein bisschen aufgehalten, wenn sie gerade keinen Dienst hatten oder so. Ja. Und was möchtest du haben? Ich hätte jetzt gern Bacardi Cola. Bacardi Cola? Also du? Ich würde gerne einen Rotwein nehmen. Ein was? Rotwein. Okay. Und du? Ich glaube, die Sonne bitte. Capri-Sonne. Geh mal kurz ins Lager. Ist leider leer, tut mir leid. So, jetzt befinden wir uns hier in der Kommandozentrale von der ganzen Anlage. Also hier war die Befehlsstelle gewesen. Und hier wurden quasi die einzelnen Kommandos zu den einzelnen Blöcken geschickt. Ne? Also man sieht ja hier nochmal die fünf Blöcke, die es halt hier gab. Und hier die einzelnen Kommandos bzw. Befehle. Und das Ganze wurde dann hier mit diesem Ding übermittelt. Konnte man hier einstellen. Also hier konnte man halt einstellen, in welche Richtung soll geschossen werden, wie lange soll geschossen werden. Wie oft wird geschossen werden, genau. Das ist schon echt komplett. Ja, das war einfach wirklich so komplett in so einem Originalzustand zu sehen. Wir hatten auch gerade mal unseren Guide gefragt, weil das Ganze ja immer noch in Französisch ist. Noch hier die Tafel, die ihr sehen könnt. Die sind ja auch in Französisch und die Anlage wurde ja von den Deutschen übernommen. Für ganze 4 Jahre. Genau. Und es wurde im Prinzip nichts verändert hier. Nee, also die Deutschen haben es alles im Prinzip so geblieben, wie es jetzt hier ist. Also alles auf Französisch und nicht in Deutsch umgeändert. Warum? Keine Ahnung. Ist halt so gewesen. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant und spannend, ne? Gerade schon so, endlich mal geht's mal bergauf mit uns hier. Und hier sind einfach unendlich lange Gänge. Wobei auch die Kommunikation wird verbraucht, ne? Ja. Hier waren die einzelnen Arbeitsplätze gewesen. Genau. Das hat man von den Fernmeldern. Das hatten wir sogar schon mal gesehen, ne? So. Ja. So oder so ähnlich. Wow, sind die Plätze sogar noch richtig gut zu sehen mit den Trennwänden und den Stühlen. Ja, du kannst telefonieren dann im Endeffekt, ne? Alleine mal hier diese Tür an, ne? Das ist so krass, wie das hier so aussieht mit diesem Scharnier hier auch. Also das in so einem Zustand zu sehen, hier konnte man früher den Schlüssel reinstecken und dann halt in sein Zimmer reingehen. Hier hätten wir jetzt nochmal einen Aufgang zu einem Geschützturm, wie man hier sieht, auch schon unter Wasser. Und ah, ich kann gar nichts mehr zeigen, weil hier ist der Aufzug direkt. Ja, können wir auf jeden Fall halt nicht hochgehen und ja, bin ich auch sehr traurig drum. Ich auch, mir kommen schon fast die Tränen. Nicht. Würdest du gerne hochgehen? Ja. Nein. Aber alleine kann er nicht, deswegen. Nee, alleine darf ich nicht, hat er gesagt. Also. Ja. Nee, ist aber auch besser so. Ich meine auch, man sieht hier, die ganzen Treppen sind halt mit Ablagerungen voll. Stalaktiten. Das ist nicht mehr ganz so gut. Stalagmit. Ja. Stalagmit.
Nee. Titen kommen von oben. Ja, war ja auch. Achso, ich dachte, du meinst, Entschuldigung, nee. Dachte, mit den Ablagerungen. Immer diese Missverständnisse. Nee, weil diese Besserwisser hier. Hier sieht man das nämlich auch nochmal, die ganzen Ablagerungen sieht man hier nochmal ganz gut. Und das wäre eine rutschige Angelegenheit, da hochzugehen. Schade, das lass ich machen. Na dann, weiter. So, wir sind wieder draußen, eine unfassbare Tour. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall hier an Emanuel, ja, der uns diese Tour ermöglicht hat. Ihr könnt euch das aber auch legal angucken, also wer Bock drauf hat und auch den Verein unterstützen will, schaut mal in der Videobeschreibung, da sind alle Infos drin. Ja, wer noch Bock hat, kann sich gerne nochmal Sebastian sein Video angucken, aber würde ich jetzt nicht so empfehlen. Nee, ist nämlich also, viel geiler als das hier. Naja, guck lieber nicht vorbei. Ja, genau. Und wenn ihr doch wollt, dann einfach mal bei... Ja, eben da vorbeischauen. Vorbeischauen. Genau. Ja, das war's. Gerne noch einen Kommentar da lassen, wie es gefallen hat. Und einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao.